Hör mal, den Tisch kaputt machen hier. Du machst dich kaputt, Junge. Demnächst gibt's extra Wettbewerbe für Transmenschen. Dann kann das ja auch weg. Also, liebe Zuschauer des Test. Infrarot-Podcasts. Ton läuft. Wie geht der Spruch? Wenn wir weiter sehen als unsere Vorfahren, dann nur, weil wir Zwerge sind, die auf den Schultern von Riesen stehen. Und einen dieser Riesen habe ich heute wieder in meinem Studio zu begrüßen. Und es ist natürlich Jens Zimmer. Netter Applaus. Versuch. Applaus. Netter Versuch. Applaus. Er ist angepisst, weil ich die Kopfhörer habe. Aber die sind doch so gut, Jens. Die stehen mir doch so gut. Die stehen dir auch gut. Ja, bin ich gespannt. Ja. Wir haben ja auch einiges an Utensilien vorbereitet. Wir haben hier einen Tacker. Wir haben einen Beil. Hör mal, den Tisch kaputt machen hier. Wir haben Messer. Stech dich ab, Junge. Und Jens ist anscheinend... er möchte schnell durchkommen. Okay, gut. Und ich werd ihn auch nicht unterbrechen. Was macht deine Fimose? Das ist mein Arbeitsalltag, das ist normal. Das ist normal. Meine Lieblingsnachricht. Der Internationale Schwimmverband, FINA, sagt, hast du auch bestimmt, natürlich. Nee, habe ich nicht. Ach, hast du nicht? Okay, aber ich bin mit dem Thema vertraut. Ja. Hat entschieden, dass Transfrauen jetzt zu unser aller Bedauern nicht mehr bei Frauenwettbewerben mitmachen können, wenn sie nach dem 12. Lebensjahr sich entschieden haben, ihr Geschlecht zu wechseln. Das ist ja so ähnlich wie bei den Kastratensängern. Ne? Die musste man ja auch damals relativ früh enteiern, damit die Stimme so schön hoch blieb. Ja. Aber gut. Ne? Ist jetzt 12, ist jetzt auch einfach mal so gewählt. Das finde ich auch gut, wenn die vor dem 12. Lebensjahr diese lebensentscheidende Entscheidung auch treffen. Finde ich super. Eigentlich Kinder, schon mit 5, 6. Ja, möglichst früh. Da gab es ja auch diese Mutter mit ihrem Baby, die auch schon entschieden hat, mein Kind ist trans. Mein Kind soll trans sein. Ja. Schmatsch kaputt, Junge! Okay, gut. Ja, das war das erste Thema. Finde ich gut. Demnächst gibt es extra Wettbewerbe für Transmenschen. Ja. Ich frage mich halt natürlich, warum gibt es so wenige Transfrauen, die im Männersport erfolgreich sind? Jetzt? Ja, das ist eine wahnsinnig interessante Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Das ist ein Phänomen. Das weiß keiner zu erklären. Toxische Männlichkeit. Okay. Die Berliner Party- und Eventszene feierte unlängst im Freibad. Diesmal auch wichtig, nicht in irgendeinem Problembezirk, wo man das vermuten würde, sondern im eher schicken Berlin-Steglitz. Das ist sehr bürgerlich, da stehen auch nette Häuschen und so. Da wohnen Leute mit guter Arbeit, gutem Auto, gutem Auskommen, schöner Frau. schöner Frau, eine ist richtig. Massenschlägerei mit 100 Teilnehmern im Bad. Es wurden auch Messer eingesetzt, 13 Streifenwagen und Teile einer Hundertschaft waren im Einsatz, um da wieder Ordnung zu schaffen. Immerhin 4 Verdächtige wurden ermittelt. Was soll man dazu sagen? Ganz normaler Sonntag im Freibad. Berlin. War es Sonntag oder Samstag? Das war glaube ich, Sonntag. Ja. Ganz normaler Tag. Ganz sehr interessant. Schön. Ich habe ja gearbeitet in Freibädern. Ich war ja auch hier in Berlin. Ich war ja als Rettungsschwimmer. Und tatsächlich, also das Krasseste, was ich kannte, war Plötzensee. Das ist da im Wedding, also wirklich richtig auch Problembezirk. Und so ein Spruch von mir wäre eigentlich so, du musst eigentlich nicht schwimmen können, du brauchst Hocker und Peitsche. Ja, oder vielleicht auch eine Knarre. Also wirklich, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also auch gerade als Rettungsschwimmer oder Bademeister, du erlebst es wirklich extrem. Und die Klischees, das, was man sich so vorstellt, es ist schlimmer. Die Realität ist schlimmer. Mhm. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Du hast nichts anderes. Es ist ein einziges. Und es gibt, du kannst nicht irgendwie eine normale Ansage machen, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Du musst bis an die Eskalation gehen. Es ist bis Nase an Nase Eskalation. Anders funktioniert es nicht. Es ist entweder kurz vor der Schlägerei und dann begreifen sie, okay, geht nicht. Also, das sage ich jetzt nicht. Mein Alter ist Türke. Hier, um es nochmal zu erwähnen. Mit Rassismus hat das nichts zu tun. Er kennt sich mit Rassismus aus, der liebe Jens. Es ist wirklich ein kultureller Unterschied, der da besteht.
was irgendwie, ja. Was den Umgang miteinander, was die Konfliktlösungen miteinander angeht, auch ja, was der Grundrespekt, den man anderen gegenüber einfach an den Tag legt, was das angeht, da gibt es einfach gewaltige Unterschiede zwischen den Kulturen und ich sehe da einfach eine große Inkompatibilität. Es ist einfach so, man muss es einfach so ausdrücken. Ganz interessant, meine Freundin wollte unbedingt mit mir am Sonntag hier in ein Schwimmbad gehen, in Berlin. Und ich habe ja auch genau mit der begonnen, hey, ich habe hier gearbeitet, ich kenne die Schwimmbäder, ich gehe in Berlin nicht mehr in ein Schwimmbad. Und das mache ich nicht mehr. Es ist totaler Irrsinn. Du kannst dich da nicht entspannen, du hast wirklich nur Stress. Du kannst da nicht einfach nur liegen, sondern die ganze Zeit, das Radar läuft, weil immer irgendwo, wo irgendwelche Schwierigkeiten sind. Eine Kollegin. Unserer, also ehemalige Kollegin von uns, ich nenne jetzt keine Namen, also in einem Chat, in dem wir aber beide noch drin sind, die sagte übrigens dann in diesem Chat, nee, das stimmt nicht, da gab es gar keine Massenschlägerei, sie hat es nämlich erlebt. Sie hat es erlebt und sagt, ja, sie war im Bad und da gab es genau auch mit diesen Spritzpistolen, gab es Ärger, auch mit genau diesem Klientel, aber es gab da nur eine große Rangelei und keine Schlägerei. Ach, das ist eine Rangelei gewesen. Moment, nein, die Punchline kommt noch. Also. Und dann, ach so, Steglitz, nee, sie war in einem anderen Bad. Und das genau das Gleiche. Weißt du, im Chat, ich sage jetzt nicht wer, du kannst das im Chat dir auch angucken, im Smalltalk. Ja. Genau das gleiche Klientel, nur dass es da nicht vollkommen eskaliert ist, sondern nur zu einer großen Rangelei wurde. Ah, ja. Tatsächlich mit diesen Spritzpistolen ging es los. Also, ja. Was soll man noch sagen? Ja, ich frage mich, wie kriegen die das in anderen Ländern hin? Also ich meine, also so jetzt Türkei und so weiter, die haben da ja auch bestimmt Freibäder. Also warum eskaliert das da nicht? Ja. Vielleicht, weil der Bademeister da wirklich eine Pistole hat? Oder? Also Türkei ist ein gutes Beispiel. Wenn wir jetzt das Beispiel Türkei nehmen, sind ja verschiedene Kulturen. Man könnte fast sagen, ich bin unserem Kreativdirektor hier nicht gefallen, aber es ist so, die islamische Kultur und die hiesige Kultur, das kollidiert ganz einfach sehr häufig. Das hat nichts mit dem Islam zu tun? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es gibt so einfach Probleme mit, ja, aus diesem Kulturkreis. Ich weiß auch nicht, Sie respektieren die Weißbrote nicht. Sie respektieren es. Es ist ja so ein großer Raum, irgendwie auch ganz Nordafrika und alle, die so da sind. Man weiß gar nicht. Man weiß nicht, woran es liegt. Also danke, man kann nicht mal mehr schwimmen gehen, so, ja. Ja. Beenden wir das Thema besser mal. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Polizeieinsatz in Bochumer Freibad. Ach nee, schade. Jugendliche machen Ärger. Die Abenteuer von Jugendliche. Der Bochumer Bademeister sollte offenbar ins Wasser geschubst werden. Gleiches Thema. Kaufbeuren. Drei Mädchen durch Gruppe sexuell genötigt. Im Warmwasserbecken des städtischen Freibades Kaufbeuren. Gab es mehrere Fälle jetzt. Ja. Täterbeschreibung. Dunkler Teint, dunkle kurze Haare, sie sprachen gebrochenes Deutsch. Danke, Merkel. Ja. Nancy Faeser hat auf Twitter das Bild der Verfassungsschüler gepostet, einer Gruppe, die sich besonders mit dem deutschen Grundgesetz auseinandersetzen durfte. Und da haben dann diese tollen Verfassungsschüler, die sie ja ganz hoch gelobt hat in diesem Tweet, haben das Zeichen der grauen Wölfe gezeigt, die vier Finger für die Islambruderschaft, die... Auch diesen hier. Diesen hier. Also halt wirklich ganz demonstrativ. Ja. Demonstrativ. Also, das ist ja... Also ich habe das Bild auch gesehen und er steht da wirklich so. Ne? Das so. Ist schon, also ganz gezielt auch diese Geste ist jetzt kein Zufall, sondern... Ja. Es ist wichtig, dass junge Menschen sich gesellschaftspolitisch einbringen, hat sie dann noch dazu zu sagen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das Bild ist übrigens wieder verschwunden, ne? Das haben sie dann runtergenommen von ihren Servern. Das Internet vergisst nicht. Ja. Ja, gut. Also so viel zum deprimierenden Teil. Jetzt kommen wir einfach zu dem Teil, wo wir nur noch kotzen. Jetzt kommt der schlimme Teil. Ja. Ja. Also ich habe hier immer so eine Überschrift, Ukraine, Russland, Energie, so verschiedene Themenaspekte. I see. Also was ich letzte Woche schon sagte, und die Russen haben ja angekündigt, Nord Stream wird im Sommer gewartet werden. Und das ist ja jetzt passiert, diese Verdichter, diese Turbinen, die eigentlich dafür sorgen, dass überhaupt das Gas, das sind ja ewig lange Pipelines mit einem riesen Durchmesser, das ist ja schon, da herrschen ja auch richtig Drücke. Ne? Du musst da irgendwie dieses Gas tatsächlich auch da durchpumpen. Und die sind von Siemens und werden in Kanada gewartet und hergestellt wohl. Und Kanada aus Sanktionsgründen kann diese
diese Technik jetzt nicht an die Russen ausliefern. Und zack, 60% weniger Durchfluss haben wir jetzt. Ja, unser aller Abwirtschaftsminister oder Wirtschaftskriegsminister Robert Habeck ist am Ausrasten und behauptet, die Russen machen jetzt künstlich das Gas teuer, die wollen uns spalten. Und unsere Gasspeicher sind offiziell, ich sag mal offiziell, weil eigentlich wissen wir es nicht, etwas über 50% gefüllt. Mhm. Reichen tut es nicht, wir brauchen so 80-90%. Na ja, gut, ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Dann kommen wir bis zur Wintersaison. Ja? Mit 60% weniger Durchfluss dürfte das nichts werden. Ja. Also jetzt soll ja die Gasverstromung zurückgefahren werden. Das ist eigentlich nur so 10-15% am Energiemarkt. Aber um diese Gasreserven ja einfach zu behalten, um das nicht zu verfeuern jetzt, sollen die Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen. Ah, ja, ja, die Kohle ist wieder da. Das große Comeback. Ja, also Habeck spricht von einem Tabubruch. Also seit Jahren und gerade die Grünen vorneweg wird uns eigentlich erklärt, ja, wir werden alle sterben und der Klimawandel, das Schlimmste überhaupt. Und wir werden wirklich, es ist Tod und Verderben. Ja. Aber weißt du, was wichtiger ist? Hier habe ich gesagt, die Russen dürfen diesen Krieg nicht gewinnen. Also da sterben wir alle am Klimawandel, gar kein Problem. Hauptsache, die Russen gewinnen diesen Krieg nicht. Ja. Da siehst du, wie verlogen diese ganze Scheiße, auch diese Klimascheiße. Oh, die Klimahüpfer haben wir heute schon wieder so rumgeklebt hier in Berlin. Ja. Wir haben nur noch 3 Jahre Zeit. Ja, das war ja schon immer so. 2012 sollte der Nordpol eisfrei sein. Ja. Das ist eine offizielle Angabe gewesen. Ja. Ganz offiziell. Ja, 2012 war es das. Ja, das ist Land unter. Ja. Stimmt, du bist ja heute Berliner Stadtautobahn gefahren. Ja, ne? Ja. War interessant. Hat lang gedauert. Wieder, hat lang gedauert, ja. Aber die Polizei war vor Ort, hat die Leute dann beiseite geholt. Ja, ich habe es natürlich nicht gesehen, aber sie ist ja immer vor Ort und holt die Leute. Weißt du, wären das irgendwelche Querdenker in Anführungszeichen gewesen, die sich irgendwo auf die Straße kleben, ey, die Bullen würden die da einfach runterrobben. Und wenn dann hinterher der halbe Arsch noch an der Straße klebt, dann würden die sagen, selber schuld. Und die Presse und alle, das wäre eine Häme. Weißt du, wenn die sich da festkleben, diese dummen Pisser. Okay, das war jetzt die Zurückhaltung. Ja, wir müssen schon mal üben. Die gehen da in einer Art und Weise und einer Vorsicht gehen die da vor. Ja. Und ansonsten, noch vor kurzem haben die hier auf alte Leute eingeprügelt. Ne? Ja. Und irgendwelche dummen Leute, wie hier Montgomery erzählt dann in der Talkshow, die Ungeimpften würden das ganze Land terrorisieren. Vor allem die Geimpften, ja, die Ungeimpften terrorisieren die gegen die Krankheit geimpften Menschen. Das geht einfach so durch. Und wenn dann so ein paar Spinner sich auf die Autobahn kleben und wirklich die halbe Stadt terrorisieren, wirklich die halbe Stadt, die ganze Autobahn und alle haben so einen Hals, ja, und nichts funktioniert, dann ist das in Ordnung. Ja. Dann sagt da keiner was. Und die Bullen wirklich mit Samthandschuhen und die Presse steht und jubelt, ja, und irgendwelche Politiker sagen, das ist Notwehr. Das ist Notwehr. Weißt du, es ist natürlich keine Leute, die sich wehren dagegen, dass sie von irgendeiner Scheiße gespritzt werden sollen. Ja, das ist dich, da kann man mal rumprügeln, gar kein Problem. Aber so Klimaidioten, die wirklich nichts kapieren. Du hast doch die, du hast doch die rosarote Brille auf. Ja, die kann ich jetzt eigentlich wieder absetzen. Ich hab die eigentlich auf. Ich hab die Schnauze voll. Ja, also, Habeck, unser Abwirtschaftsminister, ja, der ist ja also wirklich mit die eine der Speerspitzen dieses Russenhasses. Anders kann man das gar nicht sagen, weißt du, so in der Politik. Ja. Er ist auch ein ganz, ganz übler. Vielleicht nicht ganz so widerlich wie eine Marie-Louise Beck, aber Habeck ist ganz nah dran. Ein lautstarker wirklich Fürsprecher der Sanktionen und dieses Wirtschaftskrieges. Er hat ja auch ganz klar gesagt, er ist Wirtschaftsminister und sagt ganz klar im Fernsehen, wir sind in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Geil. Und den hat ja Russland nicht begonnen, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Diesen Wirtschaftskrieg haben wir begonnen. Und jetzt stellt er sich hin und also wirklich moniert, die Russen würden das Gas teuer machen. Mhm. Ja, klar. Genau, also der Typ, ausgerechnet. Ja, ja. Und das darf auch nicht wahr sein, diese scheiß Russen. Weißt du, wir kommen mit Tausenden von Sanktionen. Wir machen, weißt du, ganz offen sagen, wir wollen die ruinieren. Das wird ganz offen gesagt. Und wenn da und anhand auch noch der Sanktionen, sie führen uns auch noch zurück auf die Sanktionen. Du weißt, was ich meine, ne? Und ich weiß, was du dann meinst. Dann wird hier gejammert. Das ist ja, wo es ist. Also an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ja, es ist herrlich. Genauso wie in den USA. Da spricht der Biden ja auch von der Putin-Tax, weil Putin ja jetzt auch Steuern erlässt gegen das amerikanische Volk. Ja. Ja, genau. Dann sagt er, was hat er noch gesagt? Das reiht sich in das Muster ein von Putins Handeln. Dass er das Gas teurer macht und das Gas verknappt. Das war ja schon immer sein Plan. Weißt du, jetzt kommt dann doch noch, jetzt kommt die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weißt du, wer schuld ist? Putin, klarer Fall. Ja. Ja, das werden die auch noch durchkriegen. Du, das werden die alles durchkriegen. Ja. Naja, witzigerweise hat sich ja, wo habe ich es denn? Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich habe es nur im Kopf aufgeschrieben. Doch, ich habe es hier. Die Russen liefern ja weniger Gas.
nehmen aber mehr Geld ein. Aufgrund des Gaspreises, Das geht zu unseren Kosten. Ja, und ich habe noch nicht so ganz kapiert, also wem jetzt das Gas abgestellt werden soll. Also erstmal der Stromerzeugung, ne? Den Gasverstromer. Sie wollen das nicht mehr verstromen und stattdessen Kohlekraftwerke wieder anfangen. Kohle, ja. Da hat ja Klingbeil auch schon gesagt, also der Generalsekretär, ist er noch Generalsekretär? Nee. Das ist doch jetzt, wie heißt er? Jetzt ist er Mützenich? Ist er nicht Mützenich? Ach, ist er jetzt Vorsitzender? Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, Lars Klingbeil, wir wissen ja. Wir können ja kurz mal gucken. Guck mal. Wir wissen ja, wer es ist. Lars Klingbeil sagte, ja, das ist jetzt für die nächsten paar Jahre, aber das ist ja, hält uns ja in unserem Ziel nicht auf, dass wir grundsätzlich aussteigen sollen. Und dann sagte, nein, ich glaube, sie hat ja nichts gesagt, aber Luisa Neubauer, unser aller Langstrecken-Luisien, ja, hat doch so eine schöne Insta oder was, TikTok, weiß der Kuckuck, diese neumodischen Medien, hat sie in einem TikTok-Tweet doch, in so einem TikTok doch gesagt, sie würde vielleicht eine Pipeline sprengen. Ja. Das ist auch schön. Völlig harmlos, ganz harmlos. Ja. Die haben doch jetzt hier deutschlandweit, ich weiß nicht, wieder 75 Wohnungen gestürmt, ja, wegen Hassrede. Ganz böse. Ehrlich, Hassrede, jetzt vor ein paar Tagen, ja. Ja? Ja, und das hat natürlich, also was ist ein Neubauer, wenn die sagt, wir sprengen Pipelines. Das ist Notwehr. Das ist Notwehr. Ja, das ist Klimanotwehr. Das ist Salonterrorismus. Das ist legitimierter, gut geheißener, wie wir es letztens hatten, also auch von führenden Menschen in den Medien, und in den sozialen Medien gut geheißener Terrorismus. So muss das sein. Ja. Es gibt die Guten und die Bösen. Und ja, so egal, was die Bösen machen, sie sind immer die Bösen. Egal, was die Guten tun, sie sind immer die Guten. Sie sind immer die Guten. Ja. Das ist das Paradigma. Bleibt das Gleiche. Ja. Bleiben wir bei Energie und Gas? Oh ja, ich habe doch noch ganz Hast du noch? Dazu. Ja. Okay, bitte. Hier, Energiesparen per Gesetz, der Habeck bringt das ja schon ins Spiel. Ja, ne? Ja, sehr schön. Wie genau das dann aussehen wird, da dürfen wir noch gespannt sein, wenn es denn kommt, aber es ist den Grünen zuzutrauen. Es denkt ihr, also die Minimaltemperaturen in den Mietwohnungen sollen ja bereits gesenkt werden. Es gibt ja Vorlagen, was ein Vermieter an Minimaltemperatur zur Verfügung stellen muss. Diese Minimaltemperatur soll, zumindest ist es im Gespräch, um 2 Grad gesenkt werden. Wenn du erstmal so weit bist und über sowas redest, kommen als nächstes auch die Maximaltemperaturen. Das wird nicht lange dauern. Spätestens wenn das durch ist, reden die über Maximaltemperaturen und die werden Rationierung. Dann das wird rationiert, ja, ganz klar. Ja. Aber also die momentane Temperatur ist 18 Grad oder sowas, ne? 20. 20? Und sie wollen es auf 18 auf Grad, glaube ich, senken. Oh, ja, dann kauft ihr doch mal einen Pullover, ne? Nee, ich finde erschreckend daran, dass mit einer Selbstverständlichkeit schon über solche, Sparmaßnahmen geredet wird und sich da keiner aufregt. Naja, wir haben Sommer. Aber eigentlich müssten da doch alle Alarmglocken schrillen. Wenn der Habeck, der doch eigentlich, er versucht ja keine Panik zu verbreiten, aber das ist doch bedenklich, das ist doch höchst bedenklich. Wenn die jetzt schon sagen, es wird knirschen, es wird krachen, wir müssen die Heizung runterdrehen. Ja, aber dann dreimal darfst du raten, wer die Heizung nicht runterdreht. Ja. Das ist ein Geldproblem. Es ist doch ein schönes Bild von Anton Hofreiter, wie er aus so einer Luxuslimousine aussteigt. Oh, schön, ja. So hinten auch vom Fahrdienst. Ne? Das sind dann diese sehr, sehr klimafreundlichen und energiesparenden Audis A8 und Mercedes S-Klasse und wie sie nicht alle heißen. Ja. Biodiesel getankt. Natürlich. Ja, nein, aber er sitzt in seiner Stadtwohnung. Kevin Kühnert hat immer noch keine Wohnung gefunden. Immer noch nicht. Er sitzt in seiner Stadtwohnung, da mit schönem Ausblick auf die Spree wahrscheinlich. Du gibst doch deine Wohnung auf. Willst du den nicht Kevin Kühnert untervermieten? Ich werde ihn anschreiben. Lieber Kevin, sowas Handschriftliches mit Kinderschrift. Ja, lieber Kevin. Ja. Und Herzchen statt Punkten. Nur ein bisschen verzeckt. Nur ein paar Kakerlaken haben wir, aber das ist ja nicht so schlimm. Nee, aber die sitzen in ihrer Stadtwohnung mit Blick auf die Spree oder auf den Tiergarten und dann so, es ist doch ein bisschen kalt draußen. Komm, wir drehen noch mal auf. Es ist eine Frage des Geldes. Naja, wer das Geld hat, der kann es auch zahlen. Gut, also wenn kein Gas da ist, ist es natürlich ein anderes Problem. Naja, für gewisse Leute wird schon Gas da sein. Wird das Gas da sein. Gewisse Leute haben sowieso ihren Kamin daheim. Naja, und das Parlament muss ja arbeiten, das ist ja klar. Das ist ja klar. Ihren Kamin, genau. Was interessant ist, hier so alle Wunschträume der Grünen, ja, also teure Lebensmittel, hohe Spritpreise, hohe Heizkosten, generell extrem hohe Energiekosten, die werden gerade alle umgesetzt. Und Schuld ist halt immer der Putin. Also alles das, was die eigentlich hier machen wollen und so nicht durchkriegen würden, das tun sie jetzt. Ja. Und Putin ist schuld.
Da fehlt eigentlich auch noch die nächste Steuer, die kommt bis zur Audio. Also war ja schon auch Kriegssteuer, ja. Also gut, das war jetzt wieder was anderes. Kommt jetzt aber nicht, oder? Nee. Diese Übergewinnsteuer, weil man weiß ja gar nicht. Ja, ja. Die machen ja bestimmt keine Übergewinne. Was interessant ist, ich habe noch die letzten drei Atomkraftwerke, die sollen ja jetzt 2022 vom Netz gehen. Mhm. Das heißt, dass der Atomausstieg endlich geschafft. Ja, Gott sei Dank. Weiter Betrieb. Angesichts der Lage, die wir gerade haben, eigentlich, ich bin jetzt kein Freund der Atomkraft, zumindest auch schon gar nicht von diesen alten Dingern, jo. Aber angesichts der derzeitigen Situation und dass sich die Leute den Strom kaum noch leisten können, ja, also es gibt richtig viele Leute, die sparen schon bei den Mahlzeiten, ja, um überhaupt noch über die Runden zu kommen, müsste man diese Atomkraftwerke eigentlich weiterlaufen lassen. Ja, ich habe gehört, das geht gar nicht mehr. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, das sind so diese Ausreden von, ja, das mit den Brennstäben, das geht gar nicht. Nein, es geht gar nicht um Brennstäbe. Moment, die Wartungsintervalle. Die Wartungsintervalle, das ist alles genau so abgepasst. Also du weißt, diese Wartungsintervalle, wo wir bei den Russen gerade sagen, das ist alles gelogen. Ja, in diesem Fall die gleichen Akteure, die den Russen sagen, das ist alles gelogen, irgendwie Scholz und Habeck, die sagen jetzt bei den eigenen, also bei den Atomkraftwerken, die dürfen ja nicht weiterlaufen. Und zwar aus politischen Gründen. Das sind ja rein ideologische Gründe. Das war ja das alte Kernthema der Grünen. Bevor dann Merkel kam und die Atomkraftwerke abgeschaltet, war eben die Atomkraft. Ja? Das Motto der Grünen war Atomkraft, nein, danke. Mhm. Ja, klar. Und ja. Dieser Switch zum Klima, der ist eigentlich geschehen, nachdem Merkel die Atomkraft, also den Ausstieg, beschlossen hat. Vorher war Klima war auch ein Thema, aber das Klima so extrem im Zentrum stand, das ist erst passiert, nachdem Merkel die Atomkraftwerke ausgeschaltet hat. Das Kernthema der Grünen ist ihnen einfach genommen worden. Die Grünen waren noch gar nicht begeistert, als Merkel gesagt hat, wir steigen jetzt aus. Naja, klar, kann mich gut daran erinnern. Das ist halt aus der politische Gegner, die ihnen da einfach die Butter vom Brot genommen. Ja, ist schon richtig, ja. Und die können jetzt nicht insofern, die Atomkraftwerke wieder einschalten, wenn sie in der Regierung sind. Ja, klar, insofern mussten sie natürlich ein neues Thema finden jetzt. Und das ist ja, das hat ihnen der IPCC ja auch geschenkt, aber gar keine Frage. Was ich mich natürlich frage, was ich gehört habe, ist, dass dieser Abschaltprozess jetzt einfach so weit fort, ich kenne mich ja technisch auch nicht aus, aber ich habe gehört, dass dieser Abschaltprozess jetzt so weit schon fortgeschritten ist, dass man den nicht umkehren kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es hängt jedenfalls nicht mit den Brennstäben zusammen, weil Brennstäbe gibt es auf der ganzen Welt, das ist klar. Aber dieser Prozess, in dem sich diese Atomkraftwerke jetzt befinden, der kann so nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sagt man, ich weiß es nicht. Ich denke, es ist auch, wie du sagtest, es ist politischer Wille, die jetzt einfach abzuschalten und damit, das bleibt da auch dabei. Und das natürlich mitten im Krisenwinter. Das hast du ja auch gerade schon angedeutet. Also 22, 23 gehen zum 1. Januar geht das Licht aus. Ja, da kannst du auch wieder schön, das ist weil das Gasverstromung gibt es auch nicht mehr. Das Wesen des Berufspolitikertums. Also du hast auf der einen Seite das Wohl von Land und Leuten und du hast auf der anderen Seite das politische Renommee der eigenen Partei. Und dann musst du abwägen. Na klar. Das ist natürlich keine schwere Entscheidung. Also die eigene Partei, das ist natürlich erstmal wichtiger. Vor allem, wenn du halt ein Grüner bist und gegen die Russen kämpfst. Ja. Ja, im Wirtschaftskrieg dich befindest gegen die Russen. Ja, dann muss sowieso, da schalten wir, pass auf, was haben die eigentlich noch nicht verraten? Also irgendwie, nicht die Atomkraftwerke, aber die Kohlekraftwerke, jetzt Waffenlieferungen in Krisengebiete, Assange, da haben sie ja vorher auch noch andere Töne angesprochen. Also, Baerbock hat da andere Töne angespuckt, ja. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, aber sie hat sich zu einem vollmundigen Kommentar verstiegen. Sagen wir großmäuligen Kommentar. Ja, auch cool. Davon ist natürlich nichts mehr übrig. Ja. Assange übrigens, das hatten wir aber auch schon das Thema, ja. Dazu habe ich aber noch ein schönes Puzzlestück, wenn ich das ganz kurz einfügen darf. Letztens gelesen, nach einem Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, im Auftrag der Verbraucherplattform Check24 ergibt sich, jeder fünfte Deutsche ist mit seinem Girokonto im Minus. Ja. Aufgrund der hohen Inflation. Sehr schön. 20%, genau. In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen, also der, die eigentlich, sagt man ja immer so, viel Geld ausgeben. Ne? Das nimmt ja mit dem Alter immer mehr ab, diese Konsumfreudigkeit. Mhm. Also gerade die jungen Menschen, da sind es sogar 30% der Befragten, die in den Dispo gerutscht sind. Na, meine Güte. Läuft super. Läuft super alles, ja. So, dann kann ich den Zettel jetzt auch schon mal wegschmeißen. Nein, aber wo du sagtest, ne, grüne, feuchte Träume von Utopien. Also
Naja, dann im Winter. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Mutmaßung. Es ist natürlich alles Spekulation. Aber dann hängen wir irgendwann am Tropf eines gesetzlich geregelten, vom Staat reglementierten Bürgergelds oder nennen es bedingungsloses Grundeinkommen, was auch immer. Inklusive der entsprechenden Energie, die zugeteilt wird. Ja. Inklusive der Heizen Energie. Heizen und auch Elektrizität. Ja, das ist ja, dann ja. rationiert. Ja. Ja, wer weiß. Ja. Wir denken jetzt sehr weit. Aber mit dem ganzen Rattenschwanz, also ja. Social Credit, und dann darfst du auch nicht mehr gegen die Regierung meckern oder Politiker kritisieren, weil das ist Verächtlichmachung des Staates. Wenn du dich umoperierst, dann kriegst du einen Grad wärmer. Kriegst einen Eierwärmer. Ja, möchtest du noch? Oder? Russland ist jetzt Chinas größter Öllieferant. Ja, da hat auch das ist eine Steigerung um 55%. Da hat eine Verschiebung stattgefunden. Ja. Ganz interessant, weil wir treffen mit den Sanktionen ja wirklich nur uns selbst. Die Russen trifft das überhaupt nicht. Nee. Der Import Indiens von russischen Öls im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Mhm. Das ist jetzt der zweitgrößte Ölimporteur für Indien, ne? Die Inder? Ja. Also das weiß ich nicht, weiß ich gar nicht. Die Inder importieren jetzt halt wie verrückt und raffinieren dieses Öl und verkaufen auf dem Weltmarkt zu den gestiegenen Preisen eben jetzt die Treibstoffe dann. Und über kurz oder lang werden wir dann halt aus Indien die Treibstoffe kaufen. Also wir legen jetzt hier irgendwelche Raffinerien auch schon lahm. Gab's schon. Die Nachricht gibt's schon. Also wir kaufen jetzt das indische Öl. Ich glaube, das ist das, was... Treibstoff, was, nicht das Öl, sondern tatsächlich auch die Treibstoffe. Das raffinierte, genau. Das Endprodukt. Das ist auch, glaube ich, das, was Habeck dann meinte. Ja, wir haben unsere Einkäufe schon umgestellt. Ich glaube, genau das ist es. Das ist ein Vollidiot. Der Habeck ist ein absoluter Vollidiot. So blöd muss man erstmal sein. Ja. Hat sich auf den Tisch gestellt da und hat ganz ehrlich gesprochen zu diesem Raffinerie, aber ganz ehrlich, der Habeck ist doch so ein toller Typ. Der ist doch toll und der sieht so gut aus. Er ist so studiert, er ist so gebildet und er mag Kinder. Sprechen kann er gut, also reden kann er wirklich gut, du kannst ihm wirklich beim Denken zugucken dabei. Wenn er genau weiß, er wählt sich sehr, sehr gewählt aus und muss immer kurze Pausen einlegen und dann... Ja, und dieses und jenes. Weißt du, was ich meine? Ja, ist ihm nicht alles so in die Wiege gelegt wie dem Lindner oder so. Ich lobe ihn gerade. Ja, auf jeden Fall. Also, er kann sehr, sehr gut reden. Er windet sich halt, aber er schafft es hervorragend, sich da wirklich rauszuschwatzen, auch aus seinem ganzen Unsinn. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, er hat das für einen Politiker immer noch völlig unpraktische Restgewissen, was ihn da auch so ein bisschen fertig macht, weil er sieht ja wirklich immer total fertig aus. Ach, meinst du, das hat ihm sein PR-Team gesagt? Guck immer so traurig. Das macht so einen Dackelblick. Ne? Ja, so, der arme Robert. Ja. Wir sind nicht wehrlos. Klar, das wird eine Machtprobe gegen Russland. Aber wir können uns wehren. Wir schaden uns natürlich auch selber. Das ist völlig klar. Es gibt immer Abstriche. Apropos Öl. Okay. Seit in diesem ersten Quartal diesen Jahres, ne, ist das Volumen von russischem Öl nach Europa ist gestiegen. Die verkaufen sogar noch mehr. Die Polen sind es, die größten Scharfmacher überhaupt. Richtig. Ja. Die kaufen wie verrückt. Ganz genau. Und ich glaube, die verkaufen auch weiter an uns. Ja. Also, die über die Druschbar-Pipeline. Aber der Robert, der ist doch so süß. Der kann so gut reden. Ja. Und der hat so einen netten Dackelblick. Ja. Der macht das richtig gut. Ja. Und es wären sogar noch mehr. Also 14% ist die Steigerung, glaube ich. Es wären sogar noch mehr, wenn Deutschland nicht gleichzeitig seinen Import runtergefahren hätte. Also die Druschbar-Pipeline geht ja durch Polen, geht an Ungarn, Slowakei, Tschechien und die Polen, die importieren kräftig. Und Deutschland, über Polen an Deutschland. Ja. Die Ungarn haben ja schon gesagt, ne, wir bleiben ja weiter dabei, die Slowaken sind auch mehr oder weniger hier auf einem Niveau, die Tschechen, weil sie sonst ja auch irgendwie nicht an die Ukraine hat ja gedroht, okay, dann werden wir das halt anders erledigen. Ne? Aber bis jetzt läuft's Öl noch. Das trauen sie sich noch nicht. Ne? Und es ist wirklich hervorragend, weil die Polen einfach importieren, wie blöde, sie nehmen das billige Öl. Es ist einfach herrlich. Aber wir kaufen das gerne, das ist wirklich, du bist doch Pole, du bist doch hier, das sind deine Landsleute. Ich find's herrlich. Die machen sich jetzt, und die haben noch auf die Norweger geschimpft, die jetzt irgendwie Rendite einfahren. Aufgrund gestiegener Gasexporte nach Europa. Die sollten die Preise senken. Die sollen ja gefälligst die Preise oder weitergeben. Ich erinnere mich. An die anderen. Ja, es wurde tatsächlich da auch
ganz, das ist eigentlich die Übergewinnsteuer schon wieder da, nur diesmal ganzes Land. Ja, also die Norweger mit ihren, ja natürlich. Wir haben aber noch gar nicht über die Ukraine so und den Beitritt gesprochen, also den Kandidatenstatus. Ja, mal abwarten. Also ist es sowieso, aus rein politischen Gründen, die sind eigentlich kein Kandidat. Ne? Die erfüllen überhaupt keine Voraussetzungen, die du eigentlich haben müsstest. Nein, gar nicht. Katastrophe. Weder rechtsstaatlich noch was demokratische, also so soft Elemente angeht, softe Kriterien, also überhaupt nicht. Korruption, katastrophal, die sind ja auf einer Stufe mit Russland, das kann ja nichts werden. Keine unabhängige Opposition, das Oligarchentum, diese Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik, das dauert Jahrzehnte. Das ist natürlich jetzt nur unter Zelensky und nochmal ganz extrem geworden. Er hat ja nur wirklich die Alternativen, in Anführungszeichen, die Medien total gleichgeschaltet. Die Oppositionsparteien sind einfach verboten, gibt es nicht mehr. Ja. Ja, das wurde ja noch begrüßt von ARD und ZDF. Das ist ein völlig nachvollziehbarer Schritt. Erinnere ich mich noch gelesen zu haben. Also das ist eine Katastrophe. Es ist, da muss man aber auch sagen, dieser Beitrittsstatus, wenn er denn kommt, die 27 derzeitigen EU-Länder müssen noch darüber abstimmen. Jedes Land muss zustimmen. Ja. Ansonsten das gehört ja abgeschafft, dieses Einstimmigkeitsprinzip. Ne? Also Hast du es nochmal mit drin? Ja? Olaf Scholz hat sich gegenüber dpa auch so gemeldet. Ja doch, in einem Interview mit dpa. Dazu muss die EU ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse auch modernisieren. Nicht immer wird alles einstimmig entschieden werden können. Diese EU, das wird wie so, keine Ahnung, der Knacksclub bei der Sparkasse oder sowas. Da kann jeder rein. Da kann jeder kann einen Antrag stellen, jeder wird da Mitglied. Was haben wir denn noch? Ansonsten sind sie ja eher wählerisch und lassen wahnsinnig lange auch warten, die Länder. Was haben wir da irgendwie? Nordmazedonien, noch so ein paar andere Kandidaten, die seit über 10 Jahren eigentlich gern dabei wären. Türkei. Aber Türkei ja schon ewig, ne? Aber ich glaube mittlerweile, die Türkei will ja gar nicht, die sind ja nicht blöd. Die Türkei ist nicht blöd. Nee. Obwohl, die haben jetzt auch so einiges an Wirtschaftsproblemen, die könnten natürlich die Euro schon gut gebrauchen. Ja. Aber der Euro hält ja auch nicht mehr so lange. Euro, das kannst du vergessen. Ja, stimmt. Bosnien, ich glaube, wer war denn jetzt nochmal? Österreich will jetzt Bosnien da auch noch reinbringen, aber das kann auch noch ewig dauern. Georgien, ey, da können sie auch gleich Kasachstan bitten, da einzutreten. Was soll das denn? Georgien? Oder vielleicht Algerien? Warum nicht? Das war ja, die sprechen dort Französisch, sind ja auch schon zur Hälfte in Frankreich, das ist ja auch eigentlich schon so gut wie EU. Und in Berliner Bädern. Also, ich verstehe es nicht. Nein, aber wo ist denn das Ende bitte? Wo hört es denn auf? Island können sie noch fragen oder Grönland oder so. Na gut, das sind natürlich eigentlich alles nicht mehr Europa, aber... Ja, aber das ist doch, aber wenn du sowas aufweist, ne, wir müssen das nicht mal einstimmig entscheiden, wer da jetzt reinkommt, dann kannst du den Laden vergessen. Dann gibt es da so Mitgliedschaften zweiter Klasse. Das dauert dann ewig. Sowieso nicht. Also das ich denke ja sowieso. Haben auch nicht EU, alle den Euro übrigens. Mit der EU wird es sowieso wirklich vorbei sein, denke ich mal. Ja. Spätestens wenn die Deutschen nicht mehr zahlen können. Und wir kommen jetzt langsam an diesen Punkt. Das, was diese Europäische Union die ganze Zeit zusammengehalten ist, hat, das war deutsches Geld. Unter Merkel ganz extrem, dieses angeblich reiche Land mit diesen armen Bürgern, also egal, die Working Poor oder auch die armen Rentner, du hast ja mittlerweile eine Verarmung, sowohl unter den Bürgern, also unter den Menschen, als auch, was den ganzen Staatsapparat angeht. Es wird alles runtergewirtschaftet und dieser Reichtum, von dem immer geredet wird, das war ja einfach nur die extrem hohe Besteuerung eines Hochproduktivlandes, das sich auch noch voll auf den Export gerichtet hat. Also die Bevölkerung im Inland konnte eigentlich an diesem Reichtum kaum teilnehmen. Sie konnte auch nicht konsumieren. Der Inlandskonsum, der Binnenmarkt wurde total vernachlässigt. Ja, wir sind Exportweltmeister. Die Leute, die das alles erarbeiten, sitzen zu Hause, können sich nichts leisten, sind arm, sind Mieter und als Rentner werden sie Pfandflaschen sammeln. Und diese Kohle, die einfach da generiert wurde als Steuer, nicht generiert, sondern abgezogen wurde als Steuergeld, die ist ins Ausland geflossen, die ist in diese politischen Projekte geflossen, in diese auch politischen Fantastereien, wenn du mich fragst. Mhm. Und das ist jetzt vorbei. Also Deutschland wird in Zukunft nicht mehr zahlen können und da wird man sehen, was noch übrig bleibt von der Europäischen Union, wenn dieser große Nettosteuerzahler jetzt auch noch wegfällt. Also erst waren es die Briten, die waren auch noch ein Nettosteuerzahler, also Nettozahler, nicht Steuerzahler. Die waren ein großer Beitraggeber. Ja, ist richtig. Also danach ist ja der deutsche Beitrag auch nochmal ordentlich gestiegen, nachdem die Briten weg waren. Und das ist jetzt, wenn die Deutschen wegfallen, dann ist das gewesen. Woher kommt denn dann die Kohle noch? Ja, Sondervermögen.
Ja, Sonderschulden. Ja. Ich habe jetzt auch ganz viel Sondervermögen angehäuft. Ja. Sehr schön. Dann kann das ja auch weg. So. Oh. Entschuldigung. Ach, lieber Jens. Ich habe was Schönes. Ah ja, erzähl mal. Staatsanwaltschaft München beschlagnahmt Immobilien, 3 Wohnungen und das Mietkonto. Mhm. Der Eigentümer ist Mitglied in der russischen Staatsduma. Die Ehefrau, die wohnt in einer dieser Wohnungen. Die Bewohner dieser Wohnungen, die bezahlen jetzt Miete an das Gericht, das diese Wohnungen beschlagnahmt hat. Das ist wirklich gut. Das müssen die jetzt bezahlen an das Gericht. Das ist tatsächlich, das ist wirklich ein krasser Vorgang, den wir da sehen. Und was mir dazu einfällt, ist, das ist Freibeuterei. Das ist staatlich, ja. Das ist genau das Gleiche, was genau. Also mit den Piraten damals, Blackbeard und so. Genau, nur haben die Freibeuter heute kein Papagei mehr auf der Schulter und fahren über die Weltmeere. Sie haben Schlips und Kragen. Und haben so einen Stempel vom deutschen Finanzamt so. Und dann kommt der Kuckuck, kommt da drauf. Die so. Haben einen Kaperbrief. Ja. Das ist einfach der moderne Kaperbrief. Die dürfen. Ja, genau. Ja, ist richtig. Ja. Also ja. Wahnsinn, was hier gerade vor sich geht. Aber ich sehe schon Habeck. Freibeuterei. Weißt du, wenn die Russen irgendwie sich... Wenn die jetzt ähnlich reagieren oder ähnliche Dinge tun, machen wir uns nichts vor, es ist da auch nicht groß anders. Das ist ein Muster, das ist Putin reagiert nach dem erwartbaren Muster. Ja. Ja. Er nimmt sich, aber es ist wirklich ein Skandal. Vor allem, absolut. Was hast du denn, da haben sie es dem Russen aber richtig gezeigt. Ja, ne? Da hat er, ja gut, das werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwelche Studentenwohnungen sein, die der russische Duma-Abgeordnete dort besessen Moment, hat. Stopp. 3 Wohnungen in München, 3.500 insgesamt pro Monat. Also es ist jetzt kein Luxus. Nee, ist kein Luxus. Für dieses Wohnungen. Level ist das München kein Luxus. Ist extrem teuer. Ja. Also normale Wohnungen, würde ich sagen. Die ihm und seiner Frau irgendwie oder jedenfalls auf diese Namen liefen, ja. Ja, also es wird ihm wahrscheinlich herzlich wenig wehtun, aber ja. Ne? Ich denke, das wird ihm schon wehtun. Naja gut, oder es wird ihm wehtun. Ja, es wird ihm wehtun. Aber es ist ein Skandal. Es ist auch kleinlich, es ist auch billig da. So, jetzt nehmen wir das weg da. Ja. Die wollten ja auch schon den Patriarchen von Moskau wollten sie auf die Sanktionsliste setzen. Ich bitte dich, was soll das denn? Warum? Es ist klar, verstehe ich auch, er hat sich ja positiv gegenüber oder jedenfalls eher wohlwollend gegenüber der militärischen Operation. Der Patriarch wieder. Also, ich darf nicht mehr den Westen. Aber dann ist fix und alle. Der fällt im wahrsten Sinne des Wortes vom Glauben ab. Ja. Das Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Was soll das? Soll jetzt Russland irgendwie den Papst belegen mit Sanktionen oder was? Dann kommt er nicht mehr nach Russland. Was soll das? Was soll denn diese kleinliche Eierei, genauso wie dieses, die russischen Sportler jetzt ausladen aus Wettbewerben, die russischen Künstler und Musiker jetzt aus. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ja, das was hat ist Kultur, widerlich, was da passiert. Was soll dieser Kulturkrieg? Was soll das denn? Ja. Oder jetzt. Naja, was heißt Kultur? Es ist halt, du bist, entweder bist du ein guter Russe oder du bist ein böser Russe. Ja. Ja, du musst dich bekennen zum Westen, ja, und Putin verurteilen. Und dann bist du hier auch willkommen. Dann darfst du hier auch weiter auftreten. Oder dann ist das alles in Ordnung. Dann ist das alles aber in Ordnung. Wehe, du bist nicht, du musst dich wehe, zu uns du warst nicht bekennen. Schnell genug, warst nicht auf dem Baum bei 3. Und dann, Tschaikowski und Tolstoi haben sich auch nicht schnell genug distanziert vom Regime. Deswegen werden sie jetzt nicht mehr gespielt. Das ist leider deren Pech. Ja, also es ist idiotisch. Naja, ich wollte noch ein bisschen was sagen zur Frankreich-Wahl. Okay, also wirklich ganz interessant. Naja, jetzt in einem größeren Zusammenhang sind das eher so, sage ich jetzt mal, unspannende Ereignisse. Aber vielleicht das Interessante oder eine Zahl zuerst, nur 46% sind zur Wahl gegangen. Also auch wieder 54% Nichtwähler ist der größte Anteil an dieser ganzen Wahl. Dann war ja die große Hoffnung von Macron, dass seine Partei da gewinnt oder jedenfalls genug gewinnt, um die absolute Mehrheit zu gewinnen im Parlament. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Ihm fehlen jetzt, glaube ich, 40 Sitze oder sowas. Er ist immer noch die größte Partei. Ganz großer Gewinner jedenfalls für die Verhältnisse ist Le Pen mit ihrem Rassemblement National. Jetzt größte Partei nach dieser Ensemble, nach dieser Macron-Partei. Nee,
Nee. Mélenchon, das Bündnis von Mélenchon ist auf Platz 2, deutlich. Gut, und ja klar. Also ich glaube mit 140 als oder so, also 100, Macron. 131, genau, ich hab's ja hier, die und Zahl. Und Le Pen hat 80 oder so. Gut, aber sowas. als Allianz sozusagen, ist es die größte. Aber gut, wenn die, das Rassemblement National ist quasi als Partei, hat es die meisten Stimmen. Ja. Ja, klar. Aber wenn du dieses Bündnis zusammennimmst. Als Partei die meisten Stimmen? Nach Ensemble, nach dem Ensemble, die zweitgrößte Partei. Dieses also Linkspartei ohne die Bündnis. Okay. Ja, genau. Okay, aber wenn du das Bündnis nimmst, okay, das wusste ich nicht. Okay. Von dem ja auch jetzt, sage ich mal, na gut, ne, die haben sich jetzt zusammengerauft, aber die waren ja schon immer zerstritten, vielleicht brechen sie auch wieder auseinander. Dann hast du natürlich ein Problem. Und jetzt hat Macron natürlich auch ein Problem, weil er natürlich jetzt nicht mehr diesen Durchmarsch machen kann, den er braucht, um Gesetze zu erlassen. Der tiefe Sturz des Jupiter. Ne? Kannst du dich erinnern, wie Jupiter wollte er ja über die Franzosen herrschen? Ach, hat er. Dazu, ja, das ist ein Zitat. Ja? Wie Jupiter. Und dann hast du noch ein Bild dazu, wie er in diesen Palästen da auch noch so da rumschwadroniert? Also ganz ekelhaft. Nein, hat er nicht gesagt, oder? Googelt es mal, Marco. Ja, ich glaube dir das. Glaubt ihr das? Aber dann wird ihn sauer sein, wenn er sagt: oh, ja, ist ja wie bei Peter dem Großen hier. Ne? Mm. Das finde ich gut. Genau. Also hat Macron jetzt natürlich das Problem, dass er entweder mit wechselnden Mehrheiten seine Gesetze durchbringen muss. Da sind ja auch sehr unpopuläre dabei, wie zum Beispiel die Rente ab 70. Ab 70? Nee, was habe ich gesagt? 67? Ich glaube, da ist eher 64 oder sowas. War 64? Das, das kann sein. Fest, ja. Aber ja, die gehen wesentlich früher in Rente als wir hier. Die gehen noch früher in Rente, ja. Ich glaube, das ist 64. Aber einige sehr unpopuläre Sozialreformen, die da auf die Franzosen zukommen würden, die aber jetzt so nicht mehr klappen. Und natürlich trotzdem großer Gewinn für Le Pen. Und also generell ist das eine gute Sache, wenn irgendein Regierungschef nicht einfach durchregieren kann, sondern immer auf der Suche nach Kompromissen ist. Dann gibt es natürlich diese ganzen widerlichen Kuhhandel hinter den Kulissen, ne, was so die Politiker dann halt so machen. Ja. Aber prinzipiell ist es immer vorzuziehen, wenn einer, das ist eben das Prinzip von Checks and Balances auch. Genau. Dass es schon einen gewissen Ausgleich immer irgendeine Gegenkraft gibt. Es ist schon ärgerlich mit dieser Gewaltenteilung. Ich weiß auch nicht, wie auf diese Idee so gekommen was ist. Sowas von hinderlich. Wir wollen doch nur das Beste. Ne? Weißt du, wer es zumindest niedergeschrieben hat, diese Gewaltenteilung? Aus Legislative, Exekutive und Judikative. Wer das schon, du meinst jetzt, wer das als erster niedergeschrieben hat, oder was? Ja. Oder wer das Alexis de Tocqueville. Sagt er vielleicht was. Nee. Ist auch egal. Nee. Ist auch egal. Ja. Er hat das jedenfalls so angedacht. Ne? Und ich glaube, die gegründeten, frisch gegründeten Staaten der USA haben es tatsächlich als erste so durchgesetzt. Ne? Glaube ich, sage ich jetzt mal so, aus der hohlen Hand heraus. Ja, nichtsdestotrotz wird interessant werden, weil das natürlich auch die Position von Macron schwächt in Europa, weil er natürlich diese ganzen Reformen nicht mehr so durchsetzen kann. Ja. Und er kann das Parlament auch nicht auflösen. Ja. Ich glaube, frühestens in einem Jahr oder so. So sind die Regeln da in Frankreich. Und ob er das macht, ob ihm dann nicht noch höhere Verluste ins Haus stehen, das ist halt immer so eine Frage, ne? Ich bin jetzt nicht so der Frankreich-Experte. Ja. Habe ich mir aber gerade angelesen in der U-Bahn. Stimmt aber. Ja, dann bist du ja jetzt eigentlich schon Experte. Ne? Du könntest jetzt auch irgendwie im ZDF schon auftreten. Ich könnte schon als Experte auftreten. Naja, aber du siehst ja, es ist oder anders. Der neue Experte, so wie Spahn, der ist ja jetzt Energieexperte. Der ist jetzt Energieexperte. Ja, und du bist der neue Frankreich-Experte. Der kritisiert Habeck schon kräftig. Ja, Spahn und seine Villa, ne? Der wird bestimmt auch runterdrehen auf 16 Grad. Ein Pullover da. Hast du die Bilder gesehen von dieser Villa? Die ist echt geil. Ja? Wirklich geiles Teil. Da habe ich mich gewundert, dass er die so günstig gekriegt hat. Was war das? 2,5 Millionen oder so? Ich weiß das gar nicht. Ja, Vorzugskredit. Ja, seien wir mal nicht so kleinlich. Nee, der Kaufpreis. Ne? Der Kredit war sowieso. Ne? Das darf man jetzt auch sagen, wie viel die gekostet hat. Das darf man ja so sagen. Aber ich weiß es schon nicht mehr. Aber es war relativ wenig. Ich habe diese Villa gesehen und ich habe gedacht, die ist geil, das ist doch teurer eigentlich. Die ist geil? Ja, es war echt Meine Fresse. Ja, aber das siehst du ja auch zum Beispiel in Israel. Die wählen ja jetzt schon zum fünften Mal, glaube ich, ihr Parlament innerhalb von einem Jahr oder so. Haben jetzt wieder Neuwahlen beantragt. Die gerade frisch gegründete Bennett-Regierung. Da ist auch, die haben ja die ganz seltsame Koalition, die sich da auch immer irgendwie bilden. Aber es macht schon Sinn, solche Regeln oder solche Planken. Also seit Netanyahu ist da, er war dann so der Patriarch, um dieses Wort nochmal zu benutzen, zu bemühen noch einmal. Ja. Litauen isoliert Kaliningrad oder zumindest möchte Kaliningrad Wahnsinn. Isolieren.
Kein Güterverkehr mehr über litauisches Staatsgebiet. Also sanktionierte Produkte, sagen sie. Das heißt Kohle, Metalle, Technologie, Baumaterial. Es heißt, mindestens die Hälfte des Warenverkehrs läuft über die Schiene. Und also Kaliningrad hätte große Probleme, wenn das richtig tatsächlich blöde geschieht. Und jetzt wird es nochmal interessant. Ich habe dazu keine Primärquelle gefunden. Das sind also Sekundärquelle. Auch nochmal, nagelt mich nicht drauf fest. Sucht vielleicht am besten selber, wenn ihr es interessant findet. Der Transitverkehr zwischen Russland und Kaliningrad ist vertraglich geregelt. Und zwar zwischen den Russen, Litauen und der Europäischen Union. Das habe ich mir gedacht, ja. Und die litauische Staatsgründung, also damals nach Zerfall der Sowjetunion, sich diese ganzen Staaten da gegründet haben, also da hatte Moskau ja auch ein Wort mitzureden damals. Und eine der Bedingungen, dass sich das überhaupt gründen konnte, war eben der gesicherte Transitverkehr. Ansonsten richtig. Wäre das womöglich gar nicht zustande gekommen, weil natürlich haben die Russen ja ein Interesse daran, weiterhin zu dieser Exklave irgendwie Zugang zu haben. Ja klar, natürlich, natürlich. Das heißt, wenn diese Vertragsbedingungen jetzt gebrochen wird, also von den Litauern, und die sagen, okay, wir lassen das nicht mehr zu, dann ist das eine erhebliche Vertragsverletzung. Und da wird es eben, das meine ich jetzt, da habe ich keine Primärquelle zu gefunden, also jetzt nicht irgendwie die Verträge gelesen oder sonst was. Und theoretisch könnte Moskau die litauische Grenze jetzt ignorieren. Ich glaube, das haben sie auch schon so angedeutet. Dass dann haben die Russen das schon so gesagt? Ich glaube, das haben sie schon, dass dann damit die litauische Staatsgründung sowieso rechtlich jetzt problematisch ist oder so. Sie haben sich erstmal so allgemein geäußert, aber ich glaube, das ist schon tatsächlich passiert. Das geht genau in die Richtung und ich habe es jetzt nicht irgendwie von russischer Seite. Nee, ist richtig. Und das ist natürlich auch, das ist eine interessante Entwicklung. Also es ist eine unfassbare Provokation da von litauischer Seite. Muss man sich, was soll das? Ja, was will man ich jetzt? Ich frage mich, was haben die Litauer davon? Also die kommen ja nicht von alleine auf die Idee. Die Litauer, die kleinen Litauer, wurde das gesamte Baltikum gesagt, hängt natürlich auch energiepolitisch absolut von den Russen ab. Die hängen einfach ab von denen. Und da kommt die ganze Energie her. Ja. Also genauso wie die Deutschen. Und sie haben auch gar keine, sie könnten sich gegen die Russen im Falle eines Falles auch überhaupt nicht zur Wehr setzen. Und dann auch noch solche Vertragsverletzungen, da kommen die nicht von alleine. Nee, was haben die davon? Also das ist das, was, also jetzt das kommt übrigens, jetzt kommt die große Überraschung, die ich ja die ganze Zeit... Krieg ich was zu essen? Ja, so ungefähr. Ja, du kriegst was, ja. Also jetzt stellen wir uns mal für einen Moment vor, Jens ist der Russe und ich bin Litauen. Ich bin der Russe. Und ich bin Litauen. Oh, du weißt, was in diesen Bädern passiert, ne? Nee, das ist keine Wasserpistole. Ja, ich sehe schon. Und dann, ich bin jetzt Litauen und ich mache jetzt Sanktionen gegen Russland, pass auf. Ungefähr so stellt sich das dar. Ja, und genau, das sind genau die Kräfteverhältnisse. Du mit dem Ding, ich mit der Axt. Ja, genau so. Ja. Schön, auf Englisch sagt man ja auch so schön, poking the bear. So. Ja. Mach was, komm, mach Russensachen. Ja. Also das ist, Litauen hat absolut nichts davon. Ja. Es sei denn, einfach nur Russland nochmal zu Reaktionen natürlich damit zu bewegen. Provozieren kann man es auch nennen. Und das wird dann natürlich in Europa den Leuten, die halt so Tagesschau und so weiter lesen und hören und sehen, wird das dann verkauft als russische Aggression. Ja, ist ja völlig klar. Ne? Ja. Also auf so eine unglaublich dumme Weise. Sie gewinnen nichts dadurch. Sie haben überhaupt nichts. Gar nichts. Was bringt das den Litauern? Was bringt das dem Baltikum? Also, I don't know. Und Russland wird sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Wie sie den Litauern das Leben wirklich schwer machen. Irgendwas werden die werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Ich denke, auch da ist tatsächlich in erster Linie Energie. Ja, also die Litauer, möglich, da wird es auch ziemlich kalt im Winter. Ja. Ich weiß auch gar nicht, eins von diesen Ländern hat sich doch auch schon von russischen Rohstoffen weitestgehend unabhängig gemacht. Ja, aber wie? War das Lettland? Das weiß ich nicht. Na gut, okay. Ist auch völlig egal, welches, weil ich glaube, in der Praxis wird es schwierig. Dann, ja, aber ja, das kann sein, ja. Also das bis zum Winter halt hinzukriegen. Vielleicht wurde ihnen ja auch da irgendwie, der Robert war bestimmt vorher da und hat ihn versprochen, wir kümmern uns. Wir zerschlagen Russland. Ist oft, ihr kriegt das Gas dann von uns. Ja, wir besorgen das irgendwo auf dem Weltmarkt. Das für teuer ist Geld. Kein Problem. Ja. Ja. Wir subventionieren euch das. Die Inder, die liefern uns gerade das Öl. Ganz günstig. Und wir kriegen auch was aus Polen. Das läuft super. Ja. Naja, tatsächlich könnte es ein tragbares Modell sein, dass die Polen dann schön importieren. Und dann wird das in polnischen Raffinerien wird zu polnischem Benzin und Diesel und so weiter. Und dann geht das über die Ostseehäfen, geht es dann rüber. Warum nicht?
Warum nicht? Warum nicht? Oder auch, wieso über die Ostsee? Wir lassen einfach die Druschbar-Pipeline. Das steht doch, ist doch wunderbar. Das, die Infrastruktur ist doch da. Ja, aber die geht ja nicht ins Baltikum. Die Druschbar-Pipeline. Ja, nicht ins Baltikum. Okay, nein, ich meine aber zu uns, ja. Ach so, ja, zu uns, ne? Natürlich. Ja, klar. Ja, ja, also, wir verkaufen das dann den Balten weiter. Genau, so, das wir ist, müssen ja. Da haben die Litauer dann so richtig den Joker gezogen. Ja, mit deutsches ihren, Öl, ja. Nee, aber das ist, also wir sind, also wie wir schön dabei sind, unsere eigenen Sanktionen zu hinterlaufen. Das ist einfach eine Freude. Ich freue mich. Also, der Virologe Klaus Stöhr, wie wir wissen, der sitzt ja jetzt für Christian Drosten im Sachverständigenausschuss der Bundesregierung. Das ist aber auch so ein Quertreiber, ne? Ja. Also das, ich würde sagen, es ist ja kein Querdenker, aber auf jeden Fall ein Gegenspieler, Lauterbachs kann man durchaus nennen. Drosten war ja eher so ein Buddy. Lauterbachs, die sind sich da ja echt einig gewesen mit ihrem ganzen Scheiß. Und ja, ist natürlich nicht begeistert, der Lauterbach, dass er jetzt den Stöhr da hocken hat. Der Stöhr hat jetzt auch gesagt, und ich finde, er hat da vollkommen recht, auch wenn ich nicht vom Fach bin, ein Arzt, der so etwas sagt, sollte keine Approbation haben. Oh, damit meinte er Lauterbach. Und der Lauterbach hat ja tatsächlich erzählt, die Covid-Impfung wäre nebenwirkungsfrei. Ja, stimmt, das hat er gesagt. Ja. Das ist natürlich, es gibt kein nebenwirkungsfreies Medikament. Nee. Weißt du, selbst bei Renny räumt den Magen auf. In der Werbung konnte der bei riesigen Nebenwirkungen sie Apotheker. Es ist wirklich völlig undenkbar, ein Medikament oder auch eine Impfung ohne Nebenwirkungen. Nee. Blödsinn. Und ein Arzt, der verpflichtet ist, aufzuklären. Und der Lauterbach ist ja ganz stolz auf seine Bilder. Heute impfe ich Kinder, heute impfe ich die Arbeiter hier. Der ist ja durch die Gegend, hat Leute geimpft und erzählt so einen Scheiß. Ja. Und da hat der Stöhr hat vollkommen recht. Ein Arzt, der so etwas sagt, sollte keine Approbation haben. Ja. Das müsste dem eigentlich entzogen werden. Ja. Der hat eklatant gegen seine Pflichten verstoßen. Ja. Eklatant. Ja. Nicht nur als Minister, sondern jetzt tatsächlich als Arzt. Als behandelnder, in diesem Fall impfender Arzt, hat er eklatant gegen Grundprinzipien verstoßen. Ja. Also ich kotze auch im Strahl. Ja. Der Stöhr hält ja gar nichts von Lauterbach und der Lauterbach schon Panikmache. Das sagt er auch ganz klar, er ist ja sehr, sehr deutlich. Lauterbach will ja auch oder wollte die Evaluierung der ganzen Maßnahmen um ein Jahr verschieben. Das ist das, was er eigentlich wollte. Nee, ist er ja nicht mehr durchgekommen. Wenn es ginge es nach ihm, gäbe es jetzt keine Evaluierung der Maßnahmen. Also wir reden hier von den Maßnahmen, die unser aller Grundrechte massiv einschränken. Mhm. Wirklich der größte Grundrechte-Einschnitt, der überhaupt denkbar ist, abgesehen vielleicht von Kriegszeiten, oder von Energiekrisenzeiten. Da kommt noch einiges auf uns zu. Und dann sagt der Lauterbach als zuständiger Minister, dass ein Jahr noch oder alle impfen lassen. Das ist die CDU nicht ganz unglücklich. Nebenwirkungsfrei alle impfen lassen in der Zeit. Lassen. Also wirklich, der Typ, Lauterbach, ist auch so gefährlich. Das ist gefährlich, der Mann. Ja. Weil er, also ich halte ihn ja für wirklich, ich halte ihn für krank. Der ist wirr, ja. Ja. Wahnsinn. Nee, aber es ist interessant, wie sich das noch weiterentwickelt mit dem Stöhr da als Antagonisten oder als Protagonisten, könnte man auch sagen. Ja. Die beiden Hauptdarsteller, die sich da bekriegen. Naja, mal gucken, wie lange der Stöhr dann noch auf seinem Posten sitzt, ne? Oder andersrum. Ja, ich glaube, der Lauterbach, der wird noch eine Weile bleiben. Den brauchen die da. Der sitzt da perfekt. Der tut genau das, was er soll. Und der Sündenbock, der muss noch entwickelt werden. Ja. Jederzeit kann man ihn irgendwie opfern, ja. Ja, genau. Wenn es dann richtig kriegelt, ja. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat geurteilt, das Vorgehen der Gesundheitsämter bei einrichtungsbezogener Impfpflicht ist rechtswidrig. Also die Gesundheitsämter haben ja einfach von irgendwelchen Pflegepersonal verlangt, dass sie Impfnachweise vorlegen und haben auch gleich angedroht Geldstrafen, richtig hohe Geldstrafen, also viele tausend Euro oder ich glaube 2500, aber das reicht ja. Gleich mit Betretungsverboten gedroht und das Ganze ist ein Verwaltungsakt. Also da ist gar nichts mehr mit irgendwie mit Richter oder sonst Gesetzen. Was. Du kannst auch keinen Einspruch einlegen. Das hat nichts aufschiebende Wirkung oder so. Wenn die dir das schreiben, dann ist das fix. Dann entweder du legst es vor oder du musst bezahlen und bist raus aus dem Spiel. Geil. Und das Gericht hat gesagt, nee. Ah! Das geht so nicht. Nee. Ja, das ist rechtswidrig. Pass auf, die Begründung finde ich auch toll. Es gäbe keine unmittelbare notfalls mit Verwaltungszwang durchsetzbare Impfpflicht. Keinen Impfzwang. Das gibt es gar nicht. Und die verhalten sich aber so, als gäbe es das. Ja? Und es solle lediglich ein indirekter Impfdruck erzeugt werden. Ach nein, wirklich. Ja. Schönes Wort. Ach ja, und was passiert jetzt? Kriegen die Leute...
Also die Leute, also jetzt haben wir da sozusagen eine Situation, dass alle, die in diesem Bereich arbeiten und jetzt so einen Brief bekommen, die können einfach einen Widerspruch einlegen. Und dann muss das auch tatsächlich verhandelt werden. Das hat auch erstmal aufschiebende Wirkung. Ja. Du legst Widerspruch ein und dann ist das nicht, dass du Betretungsverbot hast und Strafe zahlen musst oder sonst was, sondern geht alles einfach jetzt geht alles seinen juristischen Gang. Und wenn jetzt alle Widerspruch einlegen, hast du dann einen riesigen Verwaltungsaufwand. Das Ganze ist damit eigentlich auch ausgebremst auf ewig und 3 Tage. Also, interessant, aber da müsste doch schon, glaube ich, einer Klage eingelegt haben, ne? Gegen diesen Verwaltungsakt. Im Vorhinein, sonst würde das Gericht ja nicht tätig werden. Eine Zahnarzthelferin hatte geklagt, genau. Wurde halt auch ein Bescheid, wurde ihr zugestellt und daran wurde halt angedroht, 2500 Euro Bußgeld und Betretungsverbot. Sie hat dagegen geklagt, gesagt, in Schleswig und hat Recht bekommen. Ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ja, interessante Entwicklung. Ja, das heißt, die gesundheitsbezogene, einrichtungsbezogene Impfpflicht ist damit schwer, schwer angeschlagen. Ja. In der Durchsetzbarkeit. Ja, es ist als Gesetzestext und so ist noch da, aber in der Machbarkeit, in der Realität, alle werden jetzt natürlich Widerspruch einlegen. Werden sie tun, ne? Ja. Das sieht schlecht aus, ja. Schönes Thema. Ja. Treffen der G20 Gesundheitsminister in Indonesien. Ja. Die WHO warnt. Die von ihr ausgerufene Pandemie, so möchte ich das mal ausdrücken, ist noch nicht vorbei. So, auf diesem Treffen werden besprochen Standardisierung internationaler Reisedokumente, auch und vor allem von Impfzertifikaten, Harmonisierung der Corona-Gesundheitsprotokolle für sicheres Reisen. Vielleicht nochmal festhalten, die WHO, eine nicht gewählte, undemokratische Institution, überwiegend privat finanziert von irgendwelchen Pharmakonzernen Milliardären, die ruft Pandemien aus nach Maßstäben, die sie selber festlegt und will aufgrund dieser, auf Basis dieser Grundlage, wenn man so möchte, globale Standards einführen, die unser aller Leben bestimmen und ihrer Natur nach einer globalen Gesetzgebung ähneln. Und jetzt möchte ich dich fragen, was ist eigentlich mit diesen Verschwörungstheoretikern, die irgendwie was erzählen von, die versuchen doch da die Welt zu regieren und also, das machen die ganz offen, ja. Das sind überspannte Gemüter. Ja. Diese Verschwörungstheorie. Krank, sind irre. Ja, die sehen Muster, wo keine sind. Mhm. Das gibt's nicht. Gibt es dieses schöne neue Meme, ne? Ja. Verschwörungstheoretiker sind einfach nur besser in der Mustererkennung, ja. Ja, prinzipiell stimmt das ja auch, ne? Es gibt nicht überall Muster. Wenn man welche sieht, sonst endet man in der paranoiden Schizophrenie. Aber interessant. Interessant, ja. Hm. Und Lauterbach ist, denke ich mal, vor Ort. Wir haben doch dieses deutsche Zentrum hier in Berlin, ne? Wo wir alle Daten sammeln. Ne? Ist nicht das internationale? Das weiß ich nicht. Ja, müsste ich noch mal nachgucken. Aber ihr wisst es bestimmt. Schreibt mal in die Kommentare rein. Und dann kommt natürlich das digitale Zertifikat. Darauf läuft es ja hinaus. Hm. Ja, wenn du das nicht hast, nicht. Ja, es ist ja jetzt eigentlich schon mit dieser Impfausweise, dein QR-Code, den du überall vorzeigen musst. Nur dann wird es auch noch standardisiert, also weltweit, ne? Das muss sein. Ja. Impfzertifikat und ID. Also komisch, ne? Also alles, was diese Verschwörungstheoretiker da immer mit dieser ID, 2020, das ist alles Verschwörungstheorie. Ja. Und es kommt alles. Sie werden weiter versuchen, das durchzudrücken. Und sie werden das auch sie werden es schaffen. Also die Ignoranz des Großteils der Bevölkerung ist so groß, sie ist erschreckend. Ja. Und ja, sie werden. Ignoranz, Gleichgültigkeit, na klar, ja. Jetzt so im Schatten der Energiekrise, der selbstverursachten Energiekrise, werden wir das alles durchwinken. Hast du ja auch gar keine mentalen Kapazitäten zu, dich dagegen noch aufzulehnen. Das wird eine Katastrophe. Ja. Ja. Auch weißt du übrigens, warum? Es gibt neuerdings, es gibt jetzt Warnungen, hohe Temperaturen führen zu Blutgerinnseln und Thrombosen. Hab ich auch gelesen. Ja. Der plötzliche Erwachsenentod und der Klimawandel. Das hat wohl doch was miteinander. Also hat nichts mit der Impfung zu tun. Es ist der Klimawandel. Ja? Das müssen wir mal ganz klar festhalten. Ja. Ich warte noch auf das Narrativ, warum die Ungeimpften daran schuld sind. Ja, genau. Ja, also am Klimawandel und an den Leuten, die da eine Thrombose bekommen. Ja, also irgendwie kriegen die das noch hin, gar keine kriegen Frage. Kriegen die das noch hin, ja. Habe ich auch gelesen, finde ich auch erschreckend. Ja. Jetzt, die hohen Temperaturen von 30 Grad, 32 Grad. Ab 30 können die Leute einfach tot umkippen. Können die einfach tot umkippen, ja. Hatten wir früher auch nie 30 Grad. Also man sieht es ja in Afrika, die kippen einfach tot um.
Nee, das sind Afrikaner. Ja, obwohl, ja, sind nee, Afrikaner. Sowas wie Rassen gibt es ja nicht, ne? Nee, nein, also die, nein, das nein. Sind, die sind jetzt nicht anders und irgendwie an nein. Die Temperatur, allein schon durch die Hautfarbe und die sind ja auch robuster angepasst, sondern. Die können ja auch besser arbeiten. Alter. Die halten ja mehr aus auf den Baumwollfeldern. Nein, aber die Impfquote in Afrika ist ja nicht so hoch und scheinbar kennen sie das Problem. Die Impfquote in Afrika liegt teilweise niedrig einstellig und da ist gar nichts. Ja. Und die haben dort sehr hohe Temperaturen, habe ich gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich warte dann noch auf die Expertenmeinung in der Tagesschau. Aber die haben dort sehr hohe Temperaturen. Komisch, ich habe doch, das macht auch so ein bisschen die Runde, es gibt so alte, wirklich alte von 1800 noch was, so Zeitungen so und Ausschnitte. Da kannst du dann sehen, was sie so schreiben über die Temperaturen damals. Beispielsweise werden die Sommer beschrieben und Temperaturen beschrieben. Mhm. Gibt ja jetzt auch, macht die Runde alte Tagesschau-Ausschnitte, weil jetzt erzählt wird, überall neue Rekorde, ja, und das hat es noch nie gegeben. Genau, Bildzeitungs- und Titelseiten. Guckst, ja, und dann graben die Leute das Zeug aus und du stellst halt fest, nee, das hat es doch gegeben. Ja. Nee. Ganz interessant, ein so ein Ausschnitt. Eine alte Tagesschau, ich glaube, das ist sogar die Eva Herrmann, die da irgendwie die Nachrichten gelesen hat. Ja, ja, ja. Und hat Temperaturen vorgelesen und von wegen ein neuer Rekord am Arsch. Aber diese Temperaturen wurden später dann einfach revidiert. Hä? Ja, so, so macht man das in der Klimaforschung. Man revidiert die Temperaturen von früher, damit es irgendwie alles so reinpasst. So, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Gerade diese Klimaforscher, die haben es faustdick hinter die den Ohren, um es mal so auszudrücken. Nee, ja, die sind so statistisch sind die sehr gewieft. Das muss ich auch sagen. Ja, also hast du noch zum Thema Klima-Corona? Thema Corona ist durch bei mir. Da habe ich noch was ganz Frisches gelesen. Dieser Luc Montagnier, dieser französische Nobelpreisträger, hat doch einen Artikel oder hat einen wissenschaftlichen Aufsatz gepostet über den Zusammenhang zwischen gewissen Medikamenten und Creutzfeldt-Jakob. Ja, ja. Der ist aber dann doch jetzt verschwunden auf einmal. Nach ein paar Wochen, ja. Ist der offline genommen worden. Ist immer noch zu finden in der Wayback Machine. Ein Glück, dass es das gibt. Ja, seltsam, ne? Also, was ist denn da wieder los? Ja, habe ich mitbekommen. Auch, also, das ist komisch, ne? Ja. Komische Verwicklung gibt es da. Ja. Ich habe hier was Schönes. Österreich, bei behördlichen Meldungen, da gelten zukünftig 6 Geschlechter. Also du bist männlich, weiblich, divers, interoffen oder keine Angabe. Ich finde das wahnsinnig progressiv. Ja. Österreich, das Land meiner Träume. Ja. Ist das Land meiner Träume, ja. Ja. Naja, die sind ja sonst, also es ist ja auch so ein komischer Mix, ne? Also auf der einen Seite hauen die Österreicher auch manchmal sehr auf den Putz. Dann, inwiefern? Naja, inwiefern? Ich glaube, die haben diese Corona- Maßnahmen und die Zwangsimpfung haben die ja auch nicht so klaglos hingenommen wie die Deutschen. Ja, aber Moment, die Österreicher sind, was diese Maßnahmen angeht, extremst. Sind die in Europa eigentlich die Schlimmsten? Waren die Schlimmsten, ne? Ja, ja. Und da gab es auch den größten Widerstand. Bis vor kurzem war, glaube ich, immer noch FFP2-Pflicht da, ja. Also völliger Irrsinn. Völliger Irrsinn, ja. Die Österreicher haben sich auch gewehrt. Ich war ja zweimal in Wien, habe zweimal gestreamt aus Wien. Ja, ne? Ja. Die Mannschaft benennt sich jetzt um. Ja. Hast du das gelesen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also man berät jetzt so bis Ende Juli. Und liebe Zuschauer, vielleicht fallen euch ja tolle Bezeichnungen ein, wie unsere ehemalige Nationalmannschaft heißen soll. Ja? Etwas, was man auch so irgendwie skandieren kann. Ja, irgendwas Inklusives. Inklusives. Halt, ja, ja. Sag mal, warum haben wir eigentlich keine Behinderten in der Nation? Also Entschuldigung, in der Mannschaft. Warum spielt? Es ist doch eigentlich ein Unding. Ja, ich warte auch auf den ersten Trans. Ja, ich wollte Transmenschen, ja. Die haben eindeutig ein Trans-Problem. Ich will jetzt nicht sagen, dass Transen behindert sind, ja. Nein. Aber es wäre gut, wenn sie es auch wären für die Diversität. Ja, ja. Ja, gut, der sitzt dann auch meistens auf der Rollstuhltransen? Gibt es Rollstuhltransen? Ja, geistig sicher. Sind Transen? Also gut, ich meine wirklich, es gibt ja Leute, die haben wirklich diese Probleme. Dass wir dieses Thema so ins Zentrum unserer Gesellschaft stellen, ist natürlich ein gesellschaftlich-psychisches Problem, psychisch, wenn du mich fragst. Ist wirklich, ja, ja. Aber es gibt da wirklich diese Leute, die da das Problem haben und wirklich sich irgendwie falsch fühlen. Ja. Aber ich halte das eben nicht, es wird ja jetzt so getan, als sei das normal und was, ja, überhaupt kein es Ding. Wird normalisiert. Es wird aber normalisiert. Ich halte es einfach für eine psychische Diskurs. Krankheit. Es ist das öffentliche Bewusstsein, so wie auch immer das gestaltet ist, das leidet gerade sehr stark an so einer, wie soll man das sagen, an einer Anpassungsstörung, würde der Psychologe wahrscheinlich nennen, ja. Also,
oder an einer Zwangsstörung. Zwangsstörung würde ich es nennen, ja. Also, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen müssen, das wird ja auch einfach von gewissen Zentren im kollektiven Bewusstsein. Es wird uns auch immer wieder vorgesetzt. Ja, also, es ist ja nicht so, gut, wir beschäftigen uns immer wieder damit, weil wir es müssen. Ja, ist gut, ja nicht, aber weil wir es müssen, ne? Hätte ein Leib- und Magenthema von uns wäre, ja. Ja. Nicht, weil wir es wollen, aber gut, wir machen es ja. Es gibt wirklich auch andere Themen. Ich habe ein schönes Thema. Also, ja, okay. Belgien gibt den Goldzahn von Lumumba zurück. Ach du Scheiße. Patrice Lumumba, ja. Ist ja ermordet worden von den Belgiern und der CIA. Der erste wirklich frei gewählte Premierminister Haiti? Des Kongo. Kongo, war ganz woanders. Belgisch-Kongo. Ja. Und also die, das ist ja Wahnsinn. Die Belgier, wie die im Kongo gewütet haben, ja, und überhaupt da damals noch Leopold II. Da könnte sich, Deutschen ja nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ich sage nicht, das war ultra brutal. Hast du eine Scheibe von abschneiden? den Lumumba haben sie umgebracht damals und haben den in Säure aufgelöst. Ui. Aber der Goldzahn ist übrig geblieben und der Goldzahn ist jetzt mit großem Tamtam zurückgegeben. Ah, ist ja ein Ding. Ja. Die ist das nicht herzallerliebst? Das ist herzallerliebst. Das ist aber wirklich eine versöhnende Geste, muss man doch sagen. Ja, gut, der Präsident ist halt nicht mehr. Der Kongo wird heute noch. Lumumba war wirklich ein ultra intelligenter Politiker. Ja. Der irgendwie, ja, diese kolonialistische Ausbeuter, dieses Ausbeutertum des Westens auch wirksam bekämpft hat, ein richtiger Aufklärer, ja, ein Redner, charismatischer Typ. Und der war einfach eine Gefahr. Und heute, der Kongo wird ja immer noch ausgebeutet, das wäre anders gelaufen. Mit Lumumba wäre das anders gelaufen, ja. Der hätte da womöglich, man weiß ja nicht, was wirklich passiert wäre, aber er war einfach dieser charismatische, hochintelligente Führer und der wurde halt umgelegt. Und jetzt das ist so makaber, diesen Goldzahn jetzt zurückzugeben, ja. Also widerlich. und das soll auch noch als eine nette Geste oder versöhnliche Geste reagieren. Das ist einfach nur abartig. Ja. Haben die nicht auch noch ein paar ausgestopfte Neger in ihren Sammlungen oder sowas? Die kann man noch, wahrscheinlich auch noch da. Also hier, tut uns leid. Ja. Und die 10.000 abgehackten Hände, das tut uns auch leid. So, hier kennst du von Monty Python die Geschichte von Sir Lancelot. Ne? Das war ein Missverständnis. Nee, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ne? Ja. Nee. Holy Grail, er schlachtet doch alle ab in dieser Hochzeit. Diese Hochzeitsfeier. Und dann kommt er und macht alles platt. Und dann hinterher, sorry. War ein Missverständnis. Sehr gut. Aber siehst du, das sind Leute, die sich mit Chemie nicht auskennen. Weil hätten sie Lumumba in Königswasser aufgelöst, dann wäre auch der Goldzahn weg gewesen. Das ist nämlich eine Mischung aus Salzsäure, irgendwas auch, und die kann sogar Gold auflösen. Ach, sieh an. Ich habe jetzt aber die Zusammensetzung, finde ich jetzt auch nicht. Ja, aber so hier haben wir das. Neues von der Qualitätspresse. Oh. Die auflagenstärkste Tageszeitung der USA, USA Today, hat jetzt auch ihren Relotius. Ja. Der Mann sich, ist ein absoluter Star-Reporter gewesen, genau wie der Relotius hier, Jack Kelly. Der Mann war fünfmal nominiert für den Pulitzer-Preis und hat auch aus den Krisenberichten und überall und immer ganz vorne und mit dabei. Alle haben sich gefragt, woher hat er diese Geschichten? Ja, die sind so geil. Erstunken und erlogen. Nee, die gab es gar nicht. Ja. War das nicht auch diese Trump-Berichte? Du, ich weiß nicht, was das alles war. Ich habe da jetzt ein Beispiel einfach nur gelesen. Da hat er irgendwas erzählt von einer Explosion und drei Leute wären weggefegt worden von der Explosion und die Köpfe hätten sich abgelöst und wären die Straße runtergekullert und weißt du, sowas. Also aus der Ukraine. Von wo genau, das weiß ich auch nicht. Ist auch vollkommen egal. Also allein an diesem Beispiel siehst du erstmal, wie seltsam auch gleich. Da müsstest du eigentlich, ist genau wie mit den Relotius-Geschichten, wo du auch denkst, du liest eigentlich so einen Hermann Hesse-Roman, mit diesen Beschreibungen und weißt du, und wie dann alles ausgeschmückt und Hauptsache beschreiben das irgendwie ganz schön. Aber da wirklich, der Punkt ist einfach, diese Qualitätspresse, diese selbsternannte Qualitätspresse, die hat ganz, ganz extreme Probleme mit der Wahrheit. Ja. Also nicht nur das, wie es immer auch tatsächlich vorkommt, mit Auslassungen, dass wir halt die Lückenpresse haben, sondern es ist eben auch Lügenpresse. Dieser Begriff, ja gut, dann sagen zwar viele, hey, das darfst du nicht sagen, dann bist du Nazi, aber es ist einfach auch Lügenpresse. Der Spiegel mit Relotius, ich meine, ich bitte dich, was der da für eine Scheiße geschrieben hat. Und der Spiegel, der sich ja so wahnsinnig viel einbildet, auch auf sein Qualitätsmanagement und überhaupt und Fact-Checking und das wird gelogen, dass ich die Preise. Die haben, also genau für diese Artikel hat er ja auch die Preise gewonnen. Ja. Oh, hier, der Jack Kelly, fünfmal Pulitzer. Also Wahnsinn, ey, kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Doch, genau. Doch, das kann man sich eigentlich nur ausdenken. Das, was der schreibt, kann man sich offenbar nur ausdenken. Das ist geil.
Das ist geil. Ja, 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 lest ruhig, lest weiter. Das ist gut. Das ist gut, was sie da schreiben. Ja, ja. Das wird aber kein, weißt du, die lesen weiter, genau. Die USA Today weiter. Wird die auflagenstärkste Tageszeitung bleiben. Scheißegal, ja. Das macht keinen Unterschied, ja. Irre, ey. Irre. Also diesen Druck haben wir nicht, liebe Leute. Das möchte ich nur mal sagen. Wir stehen nicht in Verdacht, jemals irgendwann für einen Preis nominiert zu werden. Insofern bei uns nichts als die Wahrheit. Einen habe ich noch. Ah ja, okay. Ganz interessant. Komm mal rein. 10.000 tote Rinder in Kansas. Habe ich gesehen, ja. Hast du diese Bilder auch gesehen, dieses Video? Ja, ja. Aufgereiht, so, ja, ja, ja. Wie die da wirklich, und die offizielle Erklärung ist, ja, Hitze. Ja, ja, ja. Die ja. sind an der Hitze gestorben. Und du guckst diese Bilder ja. und siehst also wirklich, wie da irgendein Fahrzeug ja, da an denen vorbeifährt, an ja, diesen toten Rindern. Hunderte Meter lang, ja. Und ja, 10.000 insgesamt. Liegen und, die da so mit von sich gestreckten Gliedern, ja? Ja. Und du weißt einfach, nee, Hitze am Arsch. Hitze? Hitze am Arsch. Waren die geimpft? Du weißt einfach, also das ist einfach komisch. Das reiht sich ein in diese Geschichten. Die mysteriösen Brände und ja, Unfälle. Ja. Du hast, also gerade in den USA ganz extrem, so als würde wirklich irgendjemand die diese Lebensmittelproduktion da angreifen. Und also die Geschichte ist ja jetzt nicht ganz neu, dass das geistert, das wabert jetzt als Verdacht und Theorie eine Weile durchs Internet. Und ja, es nimmt kein Ende. Also da ist auch wieder so eine andere Fabrik, ist da irgendwie auch schon wieder eine Lebensmittelfabrik, eine größere, abgefackelt. Das ist einfach komisch, ja. Als würde es da irgendjemand drauf anlegen, da Hunger zu erzeugen. Was oder passiert die, da, ja? Was zu verknappen. Was passiert da? Ist eine reine Theorie, also nur eine Beobachtung. Und es ist einfach seltsam. Es ist einfach nur komisch. Ja, es ist wirklich seltsam. Übrigens, die Ukraine. Das ist jetzt so Kannibalen oder was? Nee, die verkaufen jetzt, also du kennst ja diese Unsitte. Zum ersten Mal habe ich es auch bei den Amerikanern gesehen, aber wahrscheinlich ist es schon älter auch, dass man irgendwie auf die Bomben und Granaten Botschaften schreibt, bevor man sie abfeuert. Ja. Und die Ukraine verkauft das jetzt. Das heißt, du kannst kaufen, ja, es ist wie so eine Werbefläche. Du kaufst eine Botschaft, ja, kannst du irgendwas und dann wird das draufgeschrieben, ich glaube 40 Euro. Auf irgendeine Granate und die wird dann abgeschossen. Stimmt, ja. Ja. Und das machen wir jetzt auch hier. Wir verkaufen diese Werbefläche hier. Mhm. Die werde ich mir einfach ins Auto machen und das nächste Mal, wenn wir heute früh mich hier ins Auto, die nehme ich jetzt mit im Auto und das nächste Mal, wenn die netten Jungs von, nicht Fridays for Future, sondern wie nennen die sich die? Letzte Generation, genau. wenn die sich das nächste Mal auf die Straße kleben, dann werde ich das Problem erledigen mit eurer Botschaft auf dieser Axt hier. Was kostet das? 100 Euro. 100 Euro, ja. 100 Euro. Interessante Idee. Ja, ja. Mhm. Ja, ist schön. Ja, wird auch drauf geschrieben, werden wir hier auch präsentieren und den edlen Spender namentlich danken. Kriegt haben wir Lob. Natürlich nicht wirklich, liebe YouTube-Aufpasser. Das ist hier alles Satire. Was? Oh, das ist ja der Wahnsinn, ey. Lieber Jens, ne, was haben wir diese Woche noch so vor? Ja, wir werden noch einiges machen. Wir fahren auf jeden Fall zu Stopp Rammstein. Boah, da war ich schon ewig nicht mehr. Ja. Wird spannend. Wir fahren nach Kassel. Auf die Dokumenta. Dokumenta und gucken uns mal an, was es mit den Antisemitismusvorwürfen auf sich hat. Ja, ich habe gehört, das sind alles Antisemiten dort. Alle und, rassenreine Antisemiten. Andererseits soll diese Kunst, die da ausgestellt ist, auch ganz fantastisch sein. Diese zeitgenössische Kunst, die muss so gut sein. Mhm. Ja, da Raphael und Michelangelo und wie sie alle hießen, ja, die verblassen. Die haben sich selbst übertroffen diesmal. Ja, das muss fantastisch sein. Dokumenta, ganz, ganz großartig. Das kann großartig sein. Dann haben wir immer noch einen Zahnarzttermin offen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt stattfindet, Leute. Also, hegt nicht zu viele Hoffnungen. Wie gesagt, ich werde einen Döner essen. Wenn ich assistiere, ich esse einen Döner. Wenn bei dir gebohrt wird. Wenn ich unten liege, dann esse ich einen Döner. Und während der Zahnarzt gerade macht. Während der Zahnarzt macht. Gute Idee. Ja. Und ansonsten. Vielleicht schaffe ich es ja diese Woche noch, einen Narrativschlaf zu machen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich würde gerne noch einen Kommentar machen. Es gibt auch viele Themen, aber es ist wirklich ein wahnsinniger Jens. Woran liegt es? Also der Jens, der ruft mich dann immer an und sagt, ich komme nicht weiter mit meinem... Du musst mal in den Dialog kommen. Ich habe dich noch nie angerufen. Ja, du hast mich schon angerufen. Ja, ich habe dich angerufen, aber nicht wegen Kommentar. Naja, vielleicht nicht beides zusammen, aber es passiert schon. Dass ich dich anrufe wegen Kommentar, ist noch nie passiert. Aber dass du Hilferufe sendest. Jens, du musst in den Dialog kommen, weißt du? Also wenn ich auch festhänge, dann wieder vollkommenen Quatsch. Nein, das stimmt.
Stimmt. Ich will auch für den Pulitzerpreis nominiert werden. Aber ja, worum es mir geht, eine andere Geschichte ausdenken. Worum es mir geht, Jens, ist einfach, du musst in den Dialog kommen. Wenn du, schwierig, wenn du irgendwo hängst, weißt du, dann ruft da jemand an, deine Freundin zum Beispiel oder mich. Und dann sagt Arthur, hör mal, ich habe dir Schwierigkeiten dazu formulieren. Du musst das nicht alles alleine machen. Jetzt keiner, liebe Zuschauer, das war's für heute, die heutige Folge des Infrarot-Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der Arthur, der belästigt mich jetzt noch ein bisschen sexuell. Der Jens, er braucht meine, es. Er braucht Haare es. Aus meinem Gesicht. Wie ist das mit Haaren? Alter, ist das widerlich. Der arme Tschüss, Jens. Bis zum der nächsten Mal. Jens, er braucht eine Umarmung. Tschüss.